bei den Spieltag-Testern. Hallo, was haben wir heute, Hanna? Yummy Dummies. Yummy Nummies Cupcakes. Das sieht aus nach kleinen Schoko-Cupcakes, stimmt's? Ja. Dann mach mal auf. Und wir brauchen bestimmt wieder Wasser. Meinst du nicht? Nein. Meinst du kein? Doch, ich glaube schon, dass wir Wasser brauchen. Ist das aufgerissen? Das kannst du aufreißen, ist egal. Und ich hole schon mal Wasser. Ich hab's aufgereicht. Gerissen. Wow, wie viel ist da drin? Ja, nimm's raus. Wow, das ist ja viel. Wow, so viel, gar nicht mehr drin. Weißt du, was wir auch vergessen haben? Okay. Eine Schere. Eine Schere. Du kannst mich rausholen. Das darf ich ganz alleine auch. Aber du. Ja, außer du tust nicht die kleinen Töttchen da, Dinger zerschneiden. So, als erstes, warte, ich brauche das als erstes, müssen wir. Ich brauche das nicht. Dieses Vierer-Set hier abschneiden. Mama, ich brauche das nicht. Ich krieg's doch gut. Mhm. Fräulein, die Hälfte liegt auf dem Boden. Kannst du das holen? Nee, das kannst du selber holen. Ich schneide inzwischen hier das Fächlein aus. So, haben wir es jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben 6. Super. Wir können dann auch 6 machen. Genau, die tun wir mal zur Seite. So, das große hier ist Fach 1. Und da kommt jetzt rein von dem, nee, das ist Frosting. Das ist Nummer 2. Das sind die Sprinkles, die, wie nennt man das? Die Streusel. Streusel, richtig. Und das sind auch Streusel. Nein, das hier ist der Teig. Teig? Das ist Teig. Teig. Den schneide ich jetzt auf. Das. Du brauchst den kleinen Löffel. Nee, den anderen. Aber ich mache nicht das wieder immer so. Du machst das ganz vorsichtig, ne? Ich habe das auch so gemacht. Es riecht nach Schokolade. Riech mal. Stimmt's? So, und in das große Fach kommen jetzt 4 Löffel davon. Könnt ihr überhaupt was sehen? Nummer 10. Das waren jetzt aber auch 10 volle, ne? Ja. Und jetzt, ja, jetzt brauchen wir 4 Wasser. Mit dem Löffel und mit dem anderen kannst du dann umrühren. 4 volle Löffel. Volle. Ich habe einen voll. Dann oder? Und dann noch voller. 2. Okay. 3. 4. Jetzt kannst du den, schütt ihn richtig aus. Da rein und jetzt nimmst du den kleinen Löffel und rührst das um. So, in der Zwischenzeit können wir hier die kleinen Cupcakes schon mal da reinlegen. Die Förmchen. 4 Stück. So. Und dann. Oh, sind aber auch kleine. So. Ist jetzt fertig? So. Ja, und jetzt? Hab ich. Nein, ich brauche den Löffel. Ablecken? Nein, Süße, hier wird nichts abgeleckt. Wir wollen, wenn du alles ableckst, dann haben wir bei den Mengen nachher kein Cupcake mehr. Verstehst du? Kein Cupcake. Cupcake. Mit dem Finger was abstreifen. Musst du denn mit dem Finger das ablecken? Also man soll die jetzt halb voll. Halb voll. Das ist aber auf jeden Fall mehr als für 4 Stück. Das war bei den anderen Packungen war das besser abgemessen. Und? Stimmt's? Und wo?
Und, und wo kommen sie dann gleich rein? In die Mikrowelle. Richtig. Und wenn und in Kardex kein mehr passt, der kann. Ja, dann kannst du raus lutschen, wenn man das. Und das kommt jetzt für 15 Sekunden, 15 bis 20 Sekunden in die Mikrowelle. Den an den Rand kann ich ablecken, oder? Ja. Das an den Rand. Da sind sie. Au, heiß. Aber man kann die noch so ein bisschen platt drücken. Und jetzt machen wir dafür das Frosting oben drauf. Ich will das nicht machen. Nee, dann mache ich das kurz. Dann brauchen wir 8 von dem Frosting-Puder. 8 Löffel. 1. Ein bisschen weniger. Das riecht auch gut nach Vanille oder so. Riecht lecker. Und 1 Löffel mit Wasser. 1 Löffel. Dann rühren wir das Ganze um. Ich drehe das noch ein bisschen, dass wir das besser sehen können. Mama, ja. Muss das auf ein Loch das da? Das kommt gleich in eine Spritztüte. Spritztüte? Mhm. Die hier bei mir liegen. Spritztüte und Spritztüte. Und dann kommen noch die Streusel oben drauf. Ja, eine Spritztüte. Sieht ein bisschen aus wie Puderzucker. Ja. Wo ist das? Der spritzt, da ist das Schokolade noch da rein. Nee, die Schokolade nicht, aber hier hat diese Creme, die jetzt so aussieht. Die Creme muss da rein. Und dann in die Schokolade. Auf die Schokolade. Hier, auf die oben drauf dann gleich. Ja. So, gut. Und jetzt füllen wir das in ein Frosting Bag. Ich weiß nicht, wie das geht. Das ist gar nicht so leicht. Ich habe auch überall Kuchen hängen. Da rein. 1, 2, 3. Ja, glaube ich schon. Darf ich schon das ab? Ja, darfst du ablecken. Dann quetscht man das alles so ein bisschen nach unten. Und schneidet hier unten das Lilane ab. Zack. Und dann können wir das hier auf die Cupcakes rauf. So. Nimm mal deinen Bottich da weg, der ist mir im Weg. Darf ich das alles aufessen? Ja, du darfst das alles essen. Alles? Ja. Wie schmeckt das denn? Gut. Obwohl das roher Teig ist? Ja. Das hat Hanna von mir. Ich habe auch schon immer rohen Teig gerne gegessen. So. Und jetzt noch die Streusel oben drauf. Tam, tadam, 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 tadam. Oh wow, sind die riesig. Hanna. Schaut mal, das sind riesen Streusel. Da kann man ja Mikado mitspielen. Eigentlich soll man da jetzt den Löffel für nehmen. Ich mach das jetzt einfach mit der Hand. Während Hanna da weiter den Teig aufputzt. So, willst du ihn jetzt probieren? Aber nicht das Tütchen mitessen, ne? Nee, ich mach das auch ab. Darf ich auch ein? Ja. Ich nehme auch den ganz kleinen hier. Die sind ja echt winzig.
Hannah hat Husten, das hört man, ne? Und? Schmeckt lecker. Ja, die schmecken wirklich gut. Ich muss sagen, die und die Kekse waren auch lecker, ne? Die Pizza ging so. Und die Gummibärchen gingen gar nicht. Nein. Ne? Die waren damals nicht lecker. Nee. Darf ich die? Ja, du darfst die alle aufessen. Das waren unsere Yummy Nummies Cupcakes. Die sind wirklich winzig. Aber da können wir jetzt noch ein paar draus machen. Hier steht 10 Stück. Wir haben jetzt gerade mal 4 gemacht. Ja. Ja, obwohl du natürlich schon viel Teig aufgegessen hast. Wir müssen mal gucken, wie weit wir noch kommen. Ja. Ne? Zum nächsten Mal bei dich gesagt. Tschüss.